Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. Immer wieder kommt die Frage, wie baue ich möglichst einfach, möglichst schnell und auch natürlich möglichst erfolgreich Muskelmasse auf. Um Muskelmasse aufzubauen, empfiehlt es sich im Bodybuilding-Bereich eine Massephase zu machen. Eine Massephase ist ein Zeitraum von mehreren Wochen bis hin zu mehreren Monaten, wo du darauf achtest, dass eine Vielzahl von Faktoren miteinander erfolgreich interagiert, um am Ende dieser Phase mehr Gewicht auf der Waage zu haben, um am Ende dieser Phase mehr Muskelmasse als davor gehabt zu haben. Ganz wichtig ist, ich habe schon anklingen lassen, dass eine Vielzahl von Faktoren richtig gemacht wird. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, eine kleine Serie zu starten, eine voraussichtlich dreiteilige Serie. Im ersten Teil geht es um die Ernährung in der Massephase, im zweiten Teil geht es um empfehlenswerte Supplements für die Massephase und im dritten Teil geht es um das Training während der Massephase. Wir starten jetzt im ersten Teil mit der Ernährung. Ich werde euch jetzt einige wichtige Informationen liefern, wie du dich ernähren solltest, um in einer Massephase erfolgreich aufzubauen. Wenn du dich in Foren beliest, wenn du Freunde fragst, wenn du Bekannte fragst oder auch gebildete Trainer fragst, wirst du immer wieder hören, um Muskelmasse aufzubauen, musst du sehr viel essen. Diese Aussage ist so gesehen auf jeden Fall nicht falsch, sie ist aber, wenn man sie alleine betrachtet, auch nicht richtig. Es kommt natürlich darauf an, dass wenn du aufbauen willst, deinem Körper die entsprechenden Bausteine liefern musst. Das ist genauso wie beim Hausbau. Beim Hausbau brauchst du natürlich auch die Bausteine, den Zement und so weiter, um letztendlich aufzubauen. Gerade in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, über Energieaufnahme und über Energieverbrauch im Bilde zu sein. Es ist natürlich wichtig, mehr aufzunehmen, als dass du verbrauchst. Dazu solltest du entweder deinen Kalorienverbrauch ermitteln, da gibt es im Internet ganz viele Kalorienrechner, oder du solltest davon ausgehen, dass du momentan kaloriendeckend arbeitest, wenn dein Gewicht konstant bleibt, dann solltest du nur nach dem Gefühl gehen. Um das Ganze jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen, gehen wir davon mal aus, du hast einen Energieverbrauch von täglich 3000 Kilokalorien. Um natürlich einen Energieüberschuss zu erwirtschaften, ist es für dich wichtig, mehr aufzunehmen, als dass du verbrennst. Das heißt, du musst mehr als 3000 Kilokalorien aufnehmen. Du könntest also beispielsweise 3500 Kalorien aufnehmen und hättest dann einen Überschuss von 500 Kalorien erwirtschaftet. Hier ist es natürlich wichtig, dass du diesen Kalorienüberschuss jeden Tag für dich erreichst. Das heißt, um erfolgreich in der Massephase zu sein, ist es wichtig, tatsächlich 7 Tage in der Woche einen Energieüberschuss zu erwirtschaften. Wie hoch der liegt, das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Wir rechnen jetzt einfach mal mit einem Verbrauch von 3000 Kalorien, mit einer Aufnahme von 3500 Kalorien. Das heißt, hier hätten wir einen Kalorienüberschuss von 500 Kilokalorien. Das kann natürlich für den einen oder anderen zutreffen. Im individuellen Fall ist es natürlich klar, dass ich das hier in diesem Video nicht exakt sagen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass du diese 3500 Kalorien in verschiedenerlei Form zu dir nehmen könntest. Und an diesem Beispiel wird eigentlich auch klar, dass das hier nicht alles sein kann. Ich mache dir das an diesem Beispiel deutlich. Um auf 3000 Kilokalorien zu kommen, könnte ich jeden Tag eine halbe Flasche Öl trinken. Das heißt, jeden Tag eine Flasche Öl deckt genau 3500 Kilokalorien. Hätte ich jeden Tag einen Überschuss von 500 Kilokalorien. Die Vorstellung, jeden Tag eine halbe Flasche Öl zu trinken, ist natürlich schon so ein bisschen absurd und genauso absurd, aber schön deutlich wird es eigentlich an diesem Beispiel. Dieses Öl besteht nur aus Fett. Das ist natürlich klar, ein Öl besteht für gewöhnlich aus Fett, aber das verdeutlicht eben auch, es kommt eben nicht nur auf die Nährstoffmenge an, sondern es kommt nämlich noch auf was anderes an. Es kommt auf die Nährstoffzusammensetzung an. Die Nährstoffzusammensetzung beantwortet also die Frage, woher diese Kalorien kommen. Die Kalorienherkunft ist vor allen Dingen entscheidend. Es geht um das Verhältnis von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett. Die richtige Zusammensetzung ist natürlich wichtig, denn es kommt darauf an, dass du eben nicht nur, wie an dem Beispiel gerade eben, nur Öl zu dir führst, nur Fette zu dir führst, sondern es spielt natürlich die richtige Zusammensetzung von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten eine ganz entscheidende Rolle in der Massephase. Gute Richtwerte könnten sein, dass du ungefähr 30% Eiweiß zu dir nimmst
ungefähr 50% Kohlenhydrate und etwa 20% Fett. Das ist jetzt einfach mal beispielhaft. Sicherlich ist das eine empfehlenswerte Zusammensetzung. Du wirst in der Literatur, du wirst in Foren auch noch andere Zahlen finden, andere Verhältnisse finden. Auch ein Eiweißanteil, der bei 15% liegt, ein Kohlenhydratanteil, der bei ungefähr 70% liegt und auch ein Fettanteil von 15% wäre sicherlich denkbar. Es kommt natürlich darauf immer an, geht es um die Masse in Gramm oder geht es um den Brennwert in Kalorien oder in Joule. An diesem Beispiel solltest du auf jeden Fall sehen, dass die Kohlenhydrate die Hälfte der Ernährung darstellen sollten. Eiweiße sollten ungefähr 30% ausmachen. Und Fette spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Spielen eine ganz wichtige Rolle für die Eigenhormonproduktion, unter anderem natürlich auch für die Testosteronproduktion. Dass das allerdings auch noch nicht alles sein kann, wird an einem weiteren Beispiel deutlich. Stellen wir uns mal vor, die einzige Voraussetzung wäre für mich, 3500 Kalorien zu erreichen und dabei auf diese Zusammensetzung zu kommen. Dann könnte ich zum Beispiel in ein Fastfood-Restaurant gehen. Nehmen wir mal beispielhaft das Fastfood-Restaurant Burger King. Ich habe hier eine Nährstofftabelle und jetzt suchen wir uns hier einfach mal ein paar Sachen raus und kommen dann letztendlich sowohl auf unsere 3500 Kalorien als auch genau auf diese Zusammensetzung. Wir könnten hier beispielsweise so einen Big King XXL nehmen, der hat schon mal über 950 Kilokalorien. Wir könnten hier zum Beispiel einen Milchshake nehmen, der hat im Schokogeschmack schon knappe 450 Kalorien. Ja, dazu dann vielleicht nochmal so ein extra long Chili Cheeseburger mit über 800 Kilokalorien und so weiter und so fort. Auch Pommes haben hier ungefähr 400 Kilokalorien. Wir kommen relativ schnell auf diese 3500. Wir werden es auch schaffen, ungefähr diese Zusammensetzung zu erreichen. Aber trotzdem wirst du dich sicherlich an diesem Beispiel merken, dass das immer noch nicht alles sein kann. Denn wer sich tatsächlich so ernährt, der wird auf Dauer keine erfolgreiche Massephase haben, der wird auf Dauer jedenfalls keine Muskelmasse aufbauen. Es kommt also auch noch auf etwas anderes an. Eine wirklich wichtige und maßgebliche Rolle spielt die Qualität der Nährstoffe. Ganz wichtig ist es, darauf zu achten, dass Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett in einer wirklich guten Qualität vorliegen. Eiweiß ist nicht Eiweiß, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate und Fettsäuren sind nicht gleich Fettsäuren. Es ist darauf zu achten, dass Eiweiße aus wirklich hochwertigen Quellen stammen. Ich rate mal dazu, sowohl tierische Eiweiße als auch pflanzliche Eiweiße zu sich zu nehmen. Tierische Eiweiße von hervorragender Qualität sind in meinen Augen Milcheiweiße, Casein, Whey, also das Molkeprotein sind hervorragende Eiweiße, damit kann unser menschlicher Körper hervorragend umgehen. Bei den Kohlenhydraten sind zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorngetreide, aus Kartoffeln, aus Reis ganz hervorragend geeignet. Und bei den Fetten haben wir natürlich auch Fettsäuren, die sehr gesund sind. Beispielsweise Omega-Fettsäuren oder auch aus Leinöl diverse Fettsäuren, die sehr hervorragend auch geeignet sind, um Muskelmasse aufzubauen. Was schlecht wäre, wenn wir hier Transfettsäuren in großem Maße zu uns nehmen, was schlecht wäre, wenn wir hier viel zu viele einfache, schnelle Zucker zu uns nehmen würden und wenn wir hier ein Übermaß an tierischen Eiweißen hätten oder wirklich an minderwertigen Proteinen. Teilweise auch aus pflanzlicher Herkunft in isolierter Form sind sie auch für den Körper nicht allzu gut zu verwerten. Es kommt also darauf an, dass die Nährstoffe in einer wirklich guten Qualität auch vorliegen. Und die werden wir in so einem Fastfood-Restaurant, wie du sicherlich am Beispiel erkannt hast, nicht unbedingt finden. So, anhand dieses Schaubildes kannst du schon mal sehen, es kommt eben nicht nur auf die Menge an, nicht nur auf die Zusammensetzung an, sondern schlussendlich auch auf die Qualität der Nährstoffe. Das ist ungefähr das, was du immer berücksichtigen musst, was du immer irgendwo im Hinterkopf haben solltest, was bei dir vor allen Dingen auch in Fleisch und Blut übergehen muss, damit du deine Massephase erfolgreich gestalten kannst. Natürlich kannst du deine Ernährung auch durch Supplements erfolgreich ergänzen. Das empfiehlt sich auch. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich hervorragend für die Massephase geeignet sind. Das wird Thema im nächsten Video sein. Thema im übernächsten Video ist das Training während der Massephase. Darauf dürft ihr gespannt sein. Wir sehen uns in den nächsten Teilen. Viele Grüße. Simon.